Hallo und herzlich willkommen. Wir wollen heute der Frage nachgehen, welcher Bruchteil des Quadrates ist grün gefärbt? Um es bei der Aufgabe besser zu erfassen, benutzen wir jetzt die sogenannte Umbaumethode. Das heißt, wir nehmen uns die Figur, die wir jetzt hier haben, und gucken, ob wir einzelne Teile davon nehmen können und woanders einbauen können. Hier ist es jetzt so, dass ich das Stück, das hier unten ist, drehen und da hinsetzen kann. Also wir lassen dann quasi das hier hinwandern, das verschwindet dann hier an dieser Stelle im Endeffekt. Das ist die erste Zwischenüberlegung, die ich machen kann. Und jetzt kann ich mir als nächstes überlegen, dass ich die Teile jetzt eigentlich auch wieder umbauen könnte. Also sprich, dass ich die auch woanders hinstecke. Was meine ich damit jetzt konkret? Wir können jetzt zum Beispiel das ganze Stück hier nehmen und das hier hinsetzen und dieses Stück hier können wir jetzt nach da hinsetzen. Was haben wir dann im Endeffekt? Gucken wir uns einfach noch ruhig ein weiteres an. Dann können wir die nämlich wieder umbauen. Was haben wir dann im Endeffekt? Ich tue es gerade vielleicht nochmal farbig machen, dass wir es vielleicht besser sehen, was jetzt wohin wandert. Also wir lassen jetzt den hier hinwandern. Und dann hatten wir im Endeffekt die beiden hier unten. Und die nehme ich jetzt, drehe sie und lasse sie dahin wandern. Die anderen verschwinden. Und jetzt sehe ich, oh, das ist genau die Hälfte von der Figur. Also können wir jetzt die Antwort geben, genau die Hälfte ist gefärbt. Ich hoffe, du konntest in dem Video was mitnehmen und was lernen. Das habe ich gerne gemacht. Hier ist noch eine persönliche Nachricht von mir. Lass dir von keinem Menschen erzählen, dass du irgendwas nicht kannst. Lass dir von niemandem erzählen, dass du zu dumm für irgendwas bist. Mathe ist kein Rätsel mit 1000 Siegeln. Mathe kann man lernen und du bist gerade genau dabei, das zu tun. Auch wenn man die Dinge am Anfang nicht kann, das ist nur eine Frage der Zeit, dann kannst du die. Wenn du Lust auf weitere Videos hast, die dich in deinem Studium unterstützen können, kannst du die Katze auch gerne abonnieren. Wenn du jemanden kennst, der im gleichen Thema wie du hockst, dann kannst du das Video auch gerne teilen. Wenn du noch irgendwelche Anstöße für Themen hast oder Sachen, zu denen du gerne Videos hättest, schreib es mir doch unten in die Kommentare. Und ansonsten wie immer, glaub an dich, du kannst das alles.